Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Spex und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo zu Titanfall 2. Und zwar wollte ich euch heute die Smart Pistol zeigen, welche einige von euch wahrscheinlich noch aus Titanfall 1 kennen werden. Ich selber bin jetzt ehrlich gesagt nicht der größte Smart Pistol Spieler, weder in Titanfall 1 noch in Titanfall 2, aber ich habe euch hier ein paar Gameplays von mir zusammengeschnitten, die ihr im Hintergrund sehen könnt, damit ihr die Smart Pistol in Aktion sehen könnt. Denn die Smart Pistol ist in Titanfall wieder zurück, nur haben sich einige Sachen seit Titanfall 1 geändert. Vorab kurz für alle, die die Smart Pistol noch nicht kennen. Es ist eine Auto-Aim-Pistol, welche mehrere Gegner in Reichweite lockt und dann Kopfschüsse verteilt, ohne dass man selber dabei wirklich zielen muss. Wenn Gegner in der Nähe sind, erscheinen Kreise im Visier, welche immer kleiner werden, bis sie rot sind. Wenn die Kreise rot sind und man schießt, verteilt man automatische Headshots, ohne dass man dabei wirklich auf den Kopf zielen oder wirklich viel tun muss. In Titanfall 1 war diese Waffe sehr umstritten natürlich, da sie extrem schnell Gegner ins Visier genommen hat und einfach als normale Waffe im Loadout ausgerüstet werden konnte. Allerdings wurde das Ganze in Titanfall 2 nun etwas geändert. Das Locken von feindlichen Piloten dauert nun länger als in Titanfall 1. Das Locken von KI-Gegnern, also Bots, geht immer noch ziemlich schnell. Man kann die Smart Pistol nur noch als Boost ausrüsten und nicht mehr als normale Waffe in seinem Loadout. Im Laufe der Runde kann man seinen Boost, also in dem Falle die Smart Pistol, mit erspielten Punkten aktivieren. Man hat ja unten links seine Prozentanzeige, welche anzeigt, wann man seinen Titan rufen kann. Wenn man 60% dieser Anzeige gefüllt hat, kann man jedoch seine Smart Pistol bereits aktivieren. Man erhält die Smart Pistol mit 2 vollen Magazinen, wenn man sie aktiviert hat. Hat man die Pistole jedoch aktiviert und stirbt dann, ist die Pistole weg. Außerdem hat man keine Zweitwaffe mehr, sobald man die Smart Pistol aktiviert. Wenn jetzt also als Beispiel viele gegnerische Titans in der Nähe sind, ist es nicht unbedingt gerade ratsam, die Smart Pistol zu aktivieren, insofern man jetzt eine Anti-Titan-Waffe als Zweitwaffe ausgerüstet hat. Ja, das war's auch schon soweit von meinem kurzen Infovideo zur Smart Pistol. Ich hoffe, euch hat das kurze Infovideo soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zur Smart Pistol haben, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.